Yo, 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 was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf DOGG. Ich glaube, wir können uns alle noch daran erinnern, als Casey Rebel sich von Banger Musik getrennt hat oder besser gesagt PA Sports in seinem Diss-Track gegen Casey Rebel erwähnt hat, dass Casey Rebel sich von Banger Musik getrennt hat, ohne dass Casey Rebel davon was wusste. Also sprich, es wurde released, ohne dass er, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Es gab auf jeden Fall einen riesigen Trara um diese ganze Geschichte, meine lieben Freunde. Nach jetzt gut einem Jahr meldet sich Farid Bang zu diesem ganzen Thema um Casey Rebel und sagt natürlich einige klare Ansagen oder besser gesagt einige Real Talk Stellen, wie das zu der Trennung kam und wie der Kontakt immer noch im Moment ist, meine lieben Freunde. Also schaut es euch an, meine lieben Freunde. Ich würde mal sagen, ich wünsche euch was und yo, peace out. What's up? Wie geht's, Bruder? Meinungen zu Casey Rebel? Hey, gute Frage eigentlich. Oder was heißt? Ist das eine? Ja, Frage ist nicht. Hey, mit Casey ist alles gut. Vorher noch Prince. Was geht, Bruder? Prince Sport hängen da aus. Also, mit Casey ist nach wie vor alles gut. Eigentlich haben wir niemals Streit gehabt. Auch während der Trennung nicht. Wir waren so ein bisschen getrennt. Ich war so ein bisschen eingeschnappt. Aber nie im Negativen oder irgendwas. Und, ey, ich wünsche ihm alles Gute und er ist ein guter Junge, ist Vater geworden, hat auch in den letzten Jahren auch positive als auch negative Dinge erlebt. Die Geschichte mit seinem Vater hat mir auch sehr leid getan für ihn und das ist, glaube ich, für ihn ein großer Rückschlag im Leben oder Niederschlag oder wie auch immer für ihn und seine ganze Familie. Aber wie gesagt, er hat sich aufgerappelt und er macht sein Ding. Er ist ein erwachsener Mann und wie alles sei und wie auch immer, wir sind bestimmt nicht mehr wie vor, was weiß ich, wie wir vor 7 Jahren waren oder 6 Jahre waren, aber wir haben nach wie vor ein respektvolles Verhältnis und er wünscht mir alles Gute und ich glaube, ich wünsche ihn und ich wünsche ihm auch alles Gute und es ist alles cool. Also es ist nicht so, dass wir auch gar keinen Kontakt haben, sondern ab und an spricht man auch und es ist alles in Ordnung. Also es ist nichts Negatives. Also es scheint wirklich so, als haben sich beide Seiten wieder vertragen. Was sagt ihr zu dieser Thematik, meine lieben Freunde? Findet ihr das cool, dass Farid Bang jetzt mal endlich mal Real Talk macht und jetzt mal klaren Tisch gemacht hat, meine lieben Freunde? Dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Kanal-Abo da lässt für DOGG. Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich regelmäßig am Start seid. Und ich wünsche euch was. Peace in the Haupt.